Hi zum ersten Video von meinem Gartenblog, der schon lange überfällig ist und ich hoffe, der wird mich dieses Jahr motivieren, aus der Wiese da unten ein kleines Traumreich zu schaffen. Zumindest mal so in ganz kleinen Schritten habe ich Lust, da einen Naturgarten anzulegen mit Feuerstelle und ja, an der Stelle, wo das Holz gelagert wird, ganz viel Nutzpflanzen und Gemüse und ja, ich habe ganz viel vor und informiere mich schon seit Jahren, nur werde ich nicht so ganz Herr darüber. Letztes Jahr habe ich leider sehr, sehr wenig Zeit damit verbracht. Also seid gerne mit dabei und verfolgt, ob das da unten wirklich noch ein wunderschönes Gartenambiente wird. Angefangen habe ich, den Ahorn nochmal zu fällen, denn der ist wieder ausgetrieben. Das heißt, ich muss auch schauen, dass ich die Wurzel dieses Jahr ausgrabe, entferne oder zumindest gucke, dass nicht nochmal so schöne große Ahorne werden. Dann habe ich von einem ganz lieben Menschen einen ganzen Anhänger Holz bekommen, nicht dieses teure für den Ofen, sondern damit ich Lagerfeuer machen kann. Das habe ich dann in einer halben Stunde abgeräumt, Hänger sauber gemacht und einen schönen Haufen gemacht. Hier erstmal hier vorne, da ich noch keinen Platz habe, um es aufzusetzen. Da seht ihr es nochmal im Gesamtbild, um so Vorher-Nachher-Vergleich vielleicht irgendwann mal zu haben, wenn der Garten schön ist. Die Zypressen habe ich auch ein bisschen geschnitten nur. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in den nachfolgenden Videos. Ich bin gespannt.